Gegeben sind die Summe und die Differenz zweier Lösungen einer quadratischen Gleichung. Hat die quadratische Gleichung reelle Koeffizienten, dann sind die beiden Lösungen konjugiert komplex und ihre Summe ergibt somit das Doppelte des Realteils und ihre Differenz das Doppelte des Imaginärteils. Somit lauten die beiden Lösungen x1 5 plus 3i und die zweite Lösung x2 lautet 5 minus 3i. Die quadratische Gleichung erhalten wir dann durch das Produkt, dass x minus die erste Lösung mal x minus die zweite Lösung gleich 0. Die quadratische Gleichung lautet x² minus 10x plus 34 gleich 0. Wenn wir die Probe rechnen, dann erhalten wir die beiden angegebenen Lösungen.